Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu Hallowed Legends 1 Samhain. Genau, ich habe ja hier letztens im Zeltlager aufgehört gehabt und wir haben ja auch wieder einiges wieder erlebt bei diesem Wimmelbildabenteuer. Und wir sind halt immer noch auf der Spur bei dem keltischen Dämon. Und ja, ohne viel zu schnattern geht's jetzt direkt hier weiter. Und wir haben ja hier letztens auch ein Brechi bekommen. Und ich glaube, dass ich hier auch das benutzen muss. Genau. Wasserflugzeugschlüssel. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir gehen erstmal komplett zurück und können jetzt das Flugzeug hier aufmachen und gehen jetzt da hinein. Okay, da ist eine Truhe, die ist aber auch mit Ketten verbunden. Wandschrank. Was kann ich hier holen? Klebeband. Okay. Und ein Wimmelbild strahlt uns hier an. Das ist doch schön. Zwei Scheinwerfer. Ja. Oh Gott, ist das hier ein Chaos, ey. Zwei Scheinwerfer brauchen wir hier. Okay. Ist das hier vielleicht einer? Nein, das war ein Zugwagen. Ups. Entschuldigung. Scheinwerfer. Was brauchen wir denn noch? Molekül, Motor, drei Räder, Schraubenschlüssel, Schaltdämpfer, Haken, ein Tacker, Gummiriemen, Katze und eine Pumpe. Aha. Da haben wir zumindest ein Rad. Da haben wir den Haken. Da haben wir einen Schalldämpfer. Ach, da haben wir einen Sternwerfer. Sehr schön. Da haben wir das zweite Rad. Da haben wir den Gummiriemen. Da oben haben wir den Schraubenschlüssel. Da haben wir den Tacker. Da haben wir die Pumpe. Da haben wir das dritte und letzte Rad. Da haben wir die Katze. Da haben wir den Motor. Den werden wir, denke ich mal, auch, glaube ich, bekommen. Da haben wir den zweiten Scheinwerfer. Und da oben haben wir ein Molekül. Ja, und wir erhalten den Motor. Okay. Gut. Da fehlt irgendwas. Kann ich das zusammenbinden? Nee, da fehlt ein Schalter. Okay. Ach ja, stimmt. Ich glaube, hier fehlte der Motor, ne? Ja. Yay! Und nun können wir den Gabelstapler benutzen und jetzt in die Höhle rein. Eine antike Stadt in den Höhlen. Die Wissenschaftler waren nicht zufällig hier. Das kann möglich sein. Was haben wir da bekommen? Ein Liftschalter, okay. Da haben wir eine Steinsäule mit einem Steingesicht, wenn man ganz genau hinguckt. Eine Pumpe. Diese Pumpe sollte das Wasser ablaufen lassen, aber es fehlt etwas. Vielleicht ein Schlauch oder ein Ventilrad oder keine Ahnung. Was auch immer. Oh. Okay. Eine Art Schmiede, glaube ich. Nee. Was muss ich denn hier machen? Das ist zu... Was? Das ist viel zu heiß. Ich kann die Werkbank nicht erreichen. Ja, das ist natürlich schlecht. Was für ein seltsames Gesicht. Es scheint nicht aus dieser Welt zu stammen. Ist etwas darin versteckt? Vermutlich. Wie furchtbar. Was ist hier geschehen? Was?
Kernunnus hat mir das angetan. Er ist der alte keltische Gott der Wälder und des Todes. Wie kann ich dir helfen? Einst war ich menschlich, aber nun führe ich ein anderes Leben. Bitte bring mir ein Blatt der verzauberten Eiche und du kannst mich aus dieser Totenstadt befreien. Unter Wasser ist eine Kugel befestigt. Benutze sie, um den Wasserfall hinabzustürzen. Berichte den Menschen davon, was hier geschehen ist. Wir haben einen Fehler begangen oder gemacht oder was auch immer. Da fehlte nämlich ein Wort. Dieses Böse kann nicht zerstört werden. Es wird früher oder später in unsere Welt zurückkehren. Okay. Krass. Als ich die Schmiede betrat, sah ich eine seltsame Kreatur, die einst ein Mensch war. Er erzählte mir, dass ein gehörnter Dämon namens Kernunnus oder wie auch immer der ausgesprochen wird, in das Lager kam und alle skrupellos umbrachte. Die einzige Überlebenschance, die riesige Kugel bald am Grund des Sees. Der Baummensch versprach mir ein Tauchergerät zu besorgen, wenn ich ihm ein Blatt der heiligen Eiche besorgte. Okay. Gut. Ein Liftschalter, also müssen wir erstmal komplett wieder zurück. Nämlich hier. So, dafür brauchen wir bestimmtes Klebeband, jawohl. Und ab nach oben. Hallöle. Rettungsweste, okay. Feuerlöscher, sehr gut. Und da in der Druckkammer ist ein Wimmelbild. Sehr schön. Drei Hanteln. Da haben wir eine. Ist das da auch noch eine? Nein, das war eine Fliege. Aber da ist noch eine Hantel. Aber wo ist die dritte, ist jetzt die Frage. Ah, da unten. Ein Wasserhahn. Ist da. Zwei Schaufeln. Wo seid ihr denn? Ich sehe gerade echt keine Schaufel. Lol. Das könnten aber auch wieder so kleine sein. Vermutlich. Ja, da haben wir eine Schaufel oder die sind verdammt gut versteckt. Das kann natürlich auch möglich sein. Ah, da oben haben wir auch noch eine. Eine Klingel. Oh Gott. Das könnte aber auch wieder so ein Glöckchen sein. Klingel, wo bist du nur? Zeige dich, damit es hier weitergeht. Ich sehe die... Ah doch, da oben. So, eine Medaille. Die habe ich gerade irgendwo wahrgenommen. Wo war denn das? Da, genau. Eine Schutzbrille. Ich glaube, das ist die hier. Jawohl. Ein Schnuller habe ich auch schon gesehen. Eine Suppenkelle. Oh Gott. Ah, da.
Nussknacker, den habe ich auch schon gesehen. Ein Aperkurs habe ich auch schon gesehen. Und eine Krawatte, die habe ich auch schon gesehen. Jawohl. Und wir bekommen eine Schaufel. Sehr schön. So, das heißt mit anderen Worten... Moment. Ich überlege gerade, wo brauchten wir jetzt gerade... Oder wo brauchten wir jetzt eine Schaufel? Hier kann ich... Ah ja, hier kann ich ja meinen Taucheranzug dann vorbereiten. War das jetzt hier? Nee. Puh. Also hier können wir den Feuerlöscher benutzen. Das ist klar, das ist so. Ah, können wir hier vielleicht die Schaufel benutzen? Nee, dadurch haben wir jetzt ein Wimmelbild freigeschaltet. Auch gut. Eine Patrone. Die ist da. Eine Medaille, die ist dort. Eine Spitzhacke, die ist da oben. Ein Hund. Der ist, glaube ich, hier eingezeichnet. Jawohl. Säure. Dort. Eine rote Schleife. Da. Eine Feder. Tja, das kann jetzt wieder... zwei... Sachen sein. Es kann eine Sprungfeder sein. Es kann... Also hier wäre eine Sprungfeder. Nein, dann ist die Vogelfeder gemeint. Da. Ein Halsband. Ist dort... drei Rosen. Okay. Eine Rose haben wir dort. Tja, und wo die anderen Rosen sind, weiß ich jetzt nicht. Doch, da ist noch eine. Und da ist eine. Eine Brille. Die liegt da. Drei Hufeisen. Ein Hufeisen ist dort. Da ist das zweite. Und da ist das dritte. Und Buchstabe H. Oh, den habe ich doch gerade irgendwo schon wahrgenommen. Genau da. Perfekt. Und da haben wir Säure erhalten. Sehr gut. Die benötigen wir natürlich auch noch. Wollen wir hier vielleicht einen Spaten? Nö. Ich sollte etwas Rundes in das Steingesicht legen, um die Nische zu öffnen. Ach so, okay. Also so ein Symbol halt oder Medaillon oder was auch immer.